Der wahrscheinlich bekannteste Stoff aus dem Gattungsbereich des hochmittelalterlichen Minneromans ist die Geschichte von Tristan und Isolde. Im Hintergrund hören Sie das ikonische Thema der Oper von Richard Wagner, deren Handlung allerdings nur noch wenig mit der im Mittelalter in verschiedenen Volkssprachen kursierenden Erzählung zu tun hat. Im deutschen Sprachraum ist sie ab dem 13. Jahrhundert vor allem durch die Adaption von Gottfried von Straßburg verbreitet worden. Die Stoffgeschichte reicht aber wahrscheinlich noch weit vor das 12. Jahrhundert zurück. Ab der Mitte des 12. Jahrhunderts mag es schon umfangreiche französische Bearbeitungen gegeben haben, die heute allesamt verloren sind. Aus dem letzten Drittel des 12. Jahrhunderts ist eine französische Fassung des Dichters Berulle bezeugt. Im dritten Viertel des 12. Jahrhunderts taucht eine erste deutsche Bearbeitung von Eilhard von Oberg auf, die sich explizit auf eine französische Vorlage beruft, die aber ebenfalls verloren ist. Eilhards Text ist mit 8 Überlieferungsträgern zwar nicht schlecht vertreten, kein Vergleich aber zu Gottfrieds von Straßburg um 1210 entstandenem Tristan-Roman, der in 30 enthaltenen Handschriften auf uns gekommen ist. Gottfrieds Roman ist schon in seiner Entstehung Fragment geblieben. Gründe dafür lassen sich nur spekulieren. Der geläufigste argumentiert mit dem vorzeitigen Tod des Autors. Im Prolog beruft sich Gottfried auf die französische Vorlage von Thomas de Bretagne, die auch tatsächlich existiert, allerdings ebenfalls nur fragmentarisch und dazu so unglücklich korrumpiert, dass die Thomas-Überlieferung fast genau dort beginnt, wo Gottfrieds Version endet. Wo, wie und wie stark Gottfried also gegenüber der Vorlage gearbeitet und geändert hat, lässt sich daher kaum erforschen. Ein mit Thomas de Bretagne verwandter nordischer Überlieferungsstrang lässt zumindest die Handlung, also die Histoire, erahnen, nicht aber Vergleiche bezüglich des Diskurs, der Erzählweise, anstellen. Gottfrieds unvollständige Dichtung wurde 1214 von Ulrich von Thürheim fortgesetzt, Heinrich von Freiberg dichtete 1290 eine zweite Fortsetzung. Beide nennen Gottfrieds Namen und Beinamen von Straßburg. Gottfrieds Roman war also schon zeitgenössisch überaus beliebt und begründete seinen Rang als eine der bedeutendsten Dichterpersönlichkeiten, die viele Bewunderer und Nachahmer hervorgebracht hat. Allen voran Konrad von Würzburg, der aus der Verehrung von Gottfried keinen Hehl machte. Über Gottfried selbst ist erstaunlich wenig bekannt. Er nennt sich auch nicht explizit. Im ansonsten recht umfänglichen Prolog, wie etwa Hartmann von Aue im armen Heinrich oder im Iwein, sondern versteckt, eventuell, den Anfangsbuchstaben seines Namens in einem Akrostichon. Ein Akrostichon ist ein oder mehrere Wörter oder ein ganzer Satz, die sich aus den Anfangsbuchstaben von Versen oder Strophen ergeben. Im Tristan-Prolog sieht das so aus. Er besteht zunächst aus 11 Strophen aus je 4 gleichreimenden Versen und geht ab Vers 45 in Reimpaarverse über. Die erste Strophe beginnt mit einem G und einer sentenzenhaften Aussage über das Gute in der Welt und dessen Wertschätzung. Gedächte mans zu Gurte nicht, von dem der Werde Gurt geschicht, so wäre es alles also nicht, was Gurtes in der Werde geschicht. Es liegt nahe, an G wie Gottfried zu denken und dass der Autor über seinen Beitrag für das Gute in der Welt durch seinen Einsatz für die Kunst reflektiert. Die Folgestrophe unterstreicht diese Interpretation, denn in ihr geht es um den Gurtemann, der für seinen Dienst an der Welt Anerkennung verdiene. Nichts anderes meint ja auch Hartmann von Aue in seinem Prolog zum armen Heinrich, dass er sich den Menschen beliebt machen wolle und dafür Lohn erwarte. Diese zweite Strophe des Tristan-Prologs beginnt nun mit einem D, mit dem die folgenden 8 Strophenanfänge den Namen Dieterich ergeben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass hier vom uns leider unbekannten Auftraggeber des Werks die Rede ist. Dieser fungiert aber eben nicht nur als eine rein formal schriftliche Signatur, sondern in den Strophen mit dem Dieterich-Akrostichon geht es, ausgehend von der allgemeinen Feststellung, dass das Gute in der Welt geschätzt werden müsse, um die Rolle desjenigen, der die Kunst nicht nur überhaupt für wertvoll erachtet, sondern der Gute von schlechter Kunst zu unterscheiden weiß und es versteht, das Lob der Kunst auch als Ehre zu begreifen, die dem zufällt, der sie unterstützt, weil der Künstler ihn in geblümter Rede lobt. Diese Strophe, in der dieses symbiotische Verhältnis zwischen Dichter und Auftraggeber am deutlichsten zutage tritt, steht daher wohl auch nicht zufällig in der Mitte des Dieterich-Akrostichons. Es finden sich im Anschluss an die Strophen ab
Vers 45, beim Übergang zwischen allgemeinem und thematischem Prolog, aber noch zwei weitere auffällige Initialen, T und I, Tristan und Isolde. Autor, Auftraggeber und Protagonistinnen sind demnach mit der gleichen Technik als Akrostichon im Schriftbild der Handschrift sichtbar gemacht, womit sich, wie der Prolog weiterentwickelt, auch eine ethisch-ideologische Gemeinschaft und ein spezifisches Verständnis des Textes verbindet. In dem Maße, wie die ProtagonistInnen mit ihren Initialen T und I als exemplarische Vertreter einer exklusiven, von der fiktiven Welt ausgreifenden allgemeinen Vorstellung von Minne sichtbar heraustreten, treten Gottfried und sein Gönner in den poetischen Prozess ein und werden Teil der Erzählung als der Dichter, als der Dichtung bedeutungsgebende und bedeutungstragende Komponenten. Der Auftraggeber wird auf diese Weise also nicht eigentlich als eine äußerliche Instanz inszeniert, die es bloß ökonomisch und/oder ideell gefördert hat und der auf diese Weise Dank gezollt wird, sondern sie ist eins mit den ProtagonistInnen der erzählten Welt, dem Ich des Prologs, das sich Gottfried nennt, und dem idealen Publikum. Diese Gemeinschaft, die Gottfried in seinem Prolog entwirft, nennt er Ädele Herzen. Diese verstehen sich auf die wahre Liebe, die ohne Leid nicht zu haben ist, wissen Liebesgeschichten zu schätzen, weil sie das eigene Minneleid zu lindern vermögen. Gottfrieds ideales Publikum besteht also nicht nur als Liebhaberinnen der Kunst, sondern Liebhaberinnen der Liebe selbst. Der kunstvoll in der poetischen Rede des Prologs hergestellte Zusammenhang zwischen Dichter, Auftraggeber, Publikum, ProtagonistInnen, Redegegenstand und Dichtkunst im Begriff der erdenden Herzen vor dem Hintergrund des Guten an sich, das lateinisch summum bonum heißt, verdeutlicht Gottfrieds Stellenwert als einen der herausragendsten deutschsprachigen Dichter ab dem 13. Jahrhundert und seine Rolle für die hochmittelalterliche Auseinandersetzung mit der Kunst und für die aktive poetische Konturierung eines nicht zu unterschätzenden Autorschaftsbewusstseins. Dieses ist zwar eingebunden in heteronome Zusammenhänge, also abhängig von AuftraggeberInnen, sozialen und wirtschaftlichem Status von Autoren, Publikumserwartungen, Aufführungssituationen und so weiter. Autonomiebehauptungen der Literatur und der Kunstschaffenden finden sich in den höfischen Literaturgattungen ab dem 13. Jahrhundert, aber doch allenthalben. Vor diesem Hintergrund ist eine ausgreifende Textstelle in Gottfrieds Tristan-Roman zu lesen, die als ein Exkurs des Erzählers in den Handlungsverlauf inseriert ist, der sogenannte Literaturexkurs. Eigentlich möchte der Erzähler gerade von Tristans Schwertleite sprechen, also von dem Ritual, bei dem dem jungen Tristan am Hof König Marques sein Schwert verliehen, genauer umgelegt wird, daher der Begriff Schwertleite, der aus der kontrahierten Präteritumsform legete, leite, konstruiert ist. Anstatt das Geschehen einfach zu erzählen, präsentiert er in höchst kunstvoller Weise mit schillernder Metaphorik die Fähigkeiten und die Dichtkunst verschiedener Minnelyriker und Epiker seiner Zeit, unter anderem Heinrich von Veldeke, der Verfasser des Aeneas-Romans, Walter von der Vogelweide und Reinmar von Hagenau. Letzterem weist er unter den Lyrikern den ersten Platz zu. Von den Epikern ist es Hartmann von Aue, der Verfasser des deutschen Artus-Romans, des ersten deutschen Artus-Romans, dem Gottfried die meiste Bewunderung zollt. Über dessen Dichtkunst schwärmt er, wie Luther und wie Reine sine kristallinen Wortelin beide sind und jemmer müssen sin. Die kristallene Reinheit seiner Worte seien die hervorstechendste und bewundernswerteste Eigenschaft von Hartmanns Sprache, von deren Oberfläche man direkt auf den Sinn hindurchschauen könne. Demgegenüber positioniert Gottfried einen anderen Dichter, ohne dessen Namen zu nennen. Es gibt überzeugende Indizien dafür, dass Wolfram von Eschenbach gemeint ist. Auch Gottfried selbst scheint sich von diesem abgrenzen zu wollen. Denn von diesem gart nicht Gurtes Murtes van, Dane lied nicht Herzeludes Lustes an, wie er von seiner eigenen Dichtung im Prolog ja behauptet hatte. Ihr Redde ist es nicht also Gefahr, dass Elle den Herzen ich lache da. Dieselben wilde Nähre, sie müssen Tütere mit ihren Mähren lassen garn. Sie seien nicht, wie im Ideal Hartmanns gezeigt, aus sich selbst heraus verständlich, sondern benötigen extra Erläuterungen, die man sogar in den schwarzen Buchen suchen müssen.
Es gibt eine anhaltende Forschungsdebatte darüber, wie ernst man Gottfrieds Lob und Tadel zu nehmen habe. Denn sicher ist, dass seine eigene Dichtung oft alles andere als leicht, vor allem eindeutig zu verstehen ist, wie das Lob der kristallinen Wortelin erahnen ließe. Vielmehr ist Gottfried selbst ein Meister der mehrdeutigen Rede, der sogar eigene deutsche Wörter für genau dieses poetische, rhetorische Mittel der Mehrdeutigkeit erfindet, dazu mit Wortklängen spielt und experimentiert und damit einmal mehr Verwirrung stiftet als Klarheit schafft. Eines ist zum Beispiel Bickelworte, das wohl so viel heißt wie Würfelworte, die er Wolfram in den Mund legt und damit sagen will, dass er seine Worte rein zufällig ohne viel Sinn wählen würde. Ein anderes ist Kleppeworte, die Tristan und Isolde benutzen, um sich unverstanden von den Ohren anderer am Hof ihrem Liebesgeplänkel hinzugeben. Ihr offen lüche Meere, mit denen sie Wunderkunden, sie begundens Unterstunden mit Klebeworten unterwebben. Man sach, dicke in ihr Meeren kleben der Minnenwerk von Worten als Gold in dem Borten. Dass diese Aussage über Tristans und Isoldes besondere Sprache, an denen die Liebe klebt, wie kunstvoll in Gold gewirkte Borten, auch die poetische Darstellung selbst bezeichnet, also auch als eine poetologische Aussage, eine reflexive Aussage über die Dichtkunst also verstehbar ist, hört man an den kunstvoll in die Verse hineingewobenen Binnenreime und Wortwiederholungen, die einen eigenen Mehrsinn erzeugen. Sowohl auf Ebene der Histoire durch die Protagonistinnen, wie auf Ebene des Diskurs durch den Erzähler ist die Verwendung von besonders kunstvoller und mehrdeutiger Sprache auffällig und zugleich Programm der Kunstreflexion durch den Dichter, in die der Auftraggeber Dieterich und das Publikum als ädle Herzen, die eben diese Kunstfertigkeit zu schätzen wissen, einbezogen sind. Worum geht es nun in Gottfrieds Roman? Für einen schnellen Handlungsüberblick kann man die Website von Wikimedia konsultieren. Sehr gute, strukturierte Zusammenfassungen nicht nur der Handlung, sondern auch der wichtigsten Themen, Motive und Forschungsfragen bieten etwa die Einführungen von Christoph Huber, Monika Schulze und Thomas Tomasek. Anders als im klassischen Artus-Roman Hartmanns von Aue, in dem der Protagonist ohne vorgängige Biografie gewissermaßen aus dem Artus-Hof herausgeboren wird, hat Tristan eine Vorgeschichte. Die Erzählung Gottfrieds von Straßburg beginnt daher nach dem aufwendigen Prolog mit der Geschichte seines Vaters Rivalin und seiner Mutter Blancheflur, die bereits auf die tragische Liebesbeziehung zwischen Tristan und Isolde und zwar in einer typologischen Struktur vorausblicken lässt. Denn die Liebe zwischen den Eltern ist eine heimliche. Als Rivalin im ritterlichen Kampf lebensgefährlich verletzt wird, kommt es auf dem Krankenlager zum Sexualakt, bei dem Tristan gezeugt wird. Rivalin wird gesund und flieht mit Blancheflur in sein eigenes Herrschaftsgebiet. Sie heiraten zwar, aber ein zweites Mal können Rivalins Wunden jedoch nicht geheilt werden. Er stirbt nach einem Kampf, Blancheflor, aus Trauer bei der Geburt. So steht Tristans Geburt von vornherein unter dem Stern der Traurigkeit, von der er seinen Namen hat. Tristans Name, den der Erzähler bei der Schilderung seiner Taufe erläutert, präfiguriert zwar das Wesen seiner Identität, jedoch muss gerade diese immer wieder verschleiert werden. Daher nimmt ihn der treue Vasall Rual als eigenen Sohn an, nachdem seine Frau Geburtswehen vorgetäuscht hatte. So wird er in Ruals Familie erzogen, ohne zu wissen, wer er wirklich ist und doch stets durch seinen Namen mit dem Schicksal seiner Eltern und seinem eigenen verknüpft. Diese Doppelstruktur von Identitätsbeweis und Identitätstäuschung wird in Bezug auf Tristan und seine Liebesbeziehung zu Isolde für den Rest der Handlung maßgebend bleiben. Wie für die Chanson de Geste, die deutsche Heldenepik und den Artus-Roman gilt für den Minne- und Ritterroman grundsätzlich, dass die ProtagonistInnen die schönsten und besten sind, auch wenn sie bisweilen unter ungünstigeren Rahmenbedingungen, zum Beispiel ihrer Herrschaft und ihres Reichtums beraubt, leben müssen wie etwa Inite und ihr Vater Coralus, bevor Erik in Hartmanns von Aue Artus-Roman sie in ihrer Ruine entdeckt. Dennoch sind sie von ihrem Geburtsadel, der gleichzeitig ein Seelenadel ist, nicht zu trennen. Inneres und Äußeres stehen in Harmonie zueinander. Über die adelige Existenz kann daher eigentlich nicht getäuscht werden. Tristan ist aber eine Figur, der das im Verlauf der Geschichte zumindest temporär immer wieder gelingt und die über ihre Identität durch Verkleidung, falsche Namen und Lügengeschichten hinwegtäuschen kann. Niemals aber so ganz. Das wird deutlich, als eines Tages Ausländer Jagdvögel zum Verkauf anbieten.
für die sich Tristan interessiert. Rual hatte den Jungen besser ausbilden und unterrichten lassen als seine eigenen Kinder. Tristan ist ein überaus gebildetes, feinsinniges, feingeistiges und vor allem musisch begabtes Kind. Er spricht mehrere Sprachen, kann selbstverständlich lesen und schreiben, musiziert auf verschiedenen Instrumenten, singt, dichtet und komponiert. Und er spielt herausragend Schach. Dies wird ihm zum Verhängnis, denn als er mit den Kaufleuten auf so herausragende höfische Weise Schach spielt, erkennen sie ihn als ein wertvolles Pfand, entführen ihn und setzen ihn schließlich an einem fremden Ufer aus. Ab diesem Zeitpunkt täuscht der junge Tristan, der ohnehin nicht wirklich weiß, wer er ist, ohne eigentlichen Anlass über seine Identität, während er seinen wesenhaften Adel gleichzeitig stets in exorbitanter Weise ausstellt. Zuerst tischt er zwei Pilgern die Lüge auf, er hätte seine Jagdgesellschaft verloren. Es wird sich zeigen, dass er von ihnen auch das Verkleiden lernt, denn zu einem viel späteren Zeitpunkt wird er sich selbst erfolgreich als Pilger ausgeben. Kurz darauf trifft er tatsächlich auf eine Jagdgesellschaft, der er kurzerhand eine besonders ausgefallene, kunstreich inszenierte Methode zeigt, das Wild zu zerlegen, welche die Jäger das Staunen lehrt. So kommt Tristan schließlich als Jägermeister an den Hof seines Onkels Marke. Natürlich wissen sie nicht, dass sie verwandt sind, aber auch dieser Umstand wirkt auf sie wie eine Prädestination, eine unhintergehbare Vorprägung. In kurzer Zeit werden sie vertraut und einander in Treue und Liebe zugetan. Marke schwört sogar, niemals zu heiraten, damit Tristan sein Erbe zufallen möge. Doch wie Kriemhild, die zu Beginn des Nibelungenliedes keusch allen Männern entsagen will, überlegt Marke es sich anders, als er von der blonden Isolde erfährt, die er, weil sie eben die schönste unter allen Frauen ist, begehrt. Tristan selbst hatte sie entdeckt, als er nach einer schweren Verwundung durch ein giftiges Schwert, die ihm Isoldes Onkel Morold beigebracht hatte, Heilung ausgerechnet bei Isoldes gleichnamiger Mutter suchen muss, die über magisch-medizinische Fähigkeiten verfügt. Freilich muss Tristan auch dort über seine Identität täuschen, indem er sich Tantris nennt und als todkranker Spielmann auftritt, der mit seiner engelsgleichen Musik das ganze Reich, den Hof und schließlich auch Isolde betört. Dass all dort her vernähmen einen allso süßen Harpfenklang und mit der Harpfen einen Sang, Gott möchte ihn gerne hören, in seinen Himmel hören. Wieder ist es die Kunst, die Tristan Einlass am fremden Hof gewährt. Tristan, bei dem der Begriff der List von Beginn an bewusst ambig zwischen Kunst und Täuschung schillert, macht Isolde nun als vermeintlicher Tantris so Gefürge und Wiese, dass sie wie eine Sirene mit dem Klang ihrer Stimme und ihrer Worte die Ohren und Gedanken der Menschen zu manipulieren lernt. Anders aber als Odysseus und die Sirenen, die sich mit List und Gegenlist feindlich gegenüberstehen, stimmen Tristan und Isolde wie zwei Instrumente in perfekter Harmonie zusammen. Die Identität ihrer Kunst erlangt letztlich Absolutheit, der listenreiche Klang ihrer Stimmen und Worte, mit denen sie alle anderen betören, verwirren und täuschen, den Klebeworten, tönt nur für den jeweils anderen klar und deutlich. Die klingende Oberfläche repräsentiert für sie 1:1 den dahinterliegenden, tatsächlichen, wahren Sinn. Gerade so wie Gottfried im Literaturexkurs Hartmanns Dichtersprache beschrieben hatte. Alle Missverständnisse zwischen Tristan und Isolde werden nach und nach ausgeräumt. Dies geschieht gewissermaßen in zwei Schritten. Nachdem Isolde vom Spielmann Tantris zur Sirene ausgebildet wurde, verlässt ihr Lehrer zunächst Irland und kehrt später als Brautwerber Markes zurück. Abermals schwach und verwundet landet er nach der Tötung eines Drachen in Isoldes Badewanne. Als die junge Königin Tantris Schwert begutachtet, identifiziert sie anhand einer Scharte, in dessen Scheide, diejenige Waffe, die ihren Onkel Morold getötet hatte. Wer gab es diesem Spielmann? Der ist doch Tantris genannt. Das sichtbare Zeichen, oft trügerisch sein können, wird im Verlauf der Geschichte in mehreren Episoden durchdekliniert. Isolde verlässt sich stattdessen ganz auf ihr Gehör und auf den Klang, der in den Namen resoniert. Tantris sprach sie und Tristan, da ist wie Namen Hähnliche an. Mit ihrer Klangbeobachtung, die in eine quasi linguistische Formanalyse übergeht, entschlüsselt sie das Anagramm und kommt hinter die Wahrheit von Tristans List. Der hörbare Klang des Namens Tantris lässt Isolde den dahinterliegenden Sinn begreifen, während alle übrigen am Hof ahnungslos bleiben.
Ihr Meisterstück legt Isolde dann vor, indem sie auf ganz ähnliche Weise ihren Lehrer Tristan Tantris auf die Probe stellt. Zu diesem Zeitpunkt hatten beide bereits nichts ahnen vom Minnetrank getrunken. Von Liebesqualen befallen, klagt Isolde wiederholt über La Mer. Tristan erkennt die Homophonie zwar schnell, braucht jedoch zwei Anläufe, bis er die Bedeutungen bitter und mehr ausgeschlossen hat und begreift, dass es um die Liebe geht, die auch ihn erfasst hatte. Ab da sprechen die beiden Liebenden die gleiche Sprache. Mit den Klebeworten, die in der Metaphorik der goldbesetzten Borte wie kostbares Kunsthandwerk erscheinen, schaffen sie sich ein eigenes, geheimes Lexikon. Und das brauchen sie auch, denn wie die Liebe zwischen Tristans Eltern, Rivalin und Blanchefort, ist die Beziehung zwischen Tristan und Isolde illegitim und dazu noch von einem magischen Minnetrank kontaminiert. Wie im Nibelungenlied ist nämlich auch hier der Werbungshelfer Tristan, der den eigentlichen Brautwerber, König Marke, in jeder Hinsicht übertrumpft. Probleme sind daher durch das Schema vorprogrammiert. Die Braut, Isolde, kann zwar ohne weiteres erworben werden, kein eifersüchtiger Brautvater verhindert die Werbung, vielmehr braut die magisch-medizinisch bewanderte Mutter Isolde sogar einen Minnetrank, um der Liebe zwischen ihrer Tochter und Marke auf die Sprünge zu helfen. In der scheinbaren Notwendigkeit des Minnetranks liegt aber ja auch schon ein Problem. Schemagerecht gebührt dem Besten die Schönste. Naturgemäß entsteht die Liebe ganz von selbst, weil die Figuren qua Prädestination, also durch Vorbestimmtheit einander zugeordnet sind und es daher gar nicht anders sein kann, als dass sie auch in Liebe einander zugetan sind. Das ist bei Siegfried und Kriemhild im Nibelungenlied genauso der Fall wie bei Erik und Enite in Hartmanns von Aue Artus Roman. Wozu also ein Minnetrank? Marke ist, wie Gunther, ein eher schwacher König und Tristan nicht nur sein engster Vertrauter und Freund, sondern zudem sein Neffe. Der Minnetrank, der zum Tristan-Stoff gehört, aber in den Bearbeitungen jeweils eine etwas unterschiedliche Funktion hat, scheint Markes Defizit fehlender Prädestination zunächst zuzudecken. Jedoch ist es am Ende Tristan, der den Trank zu sich nimmt. Auf der Überfahrt von Irland nach Cornwall, wo Marke residiert, kommt es aus Versehen dazu, dass Brangäne, Isoldes Cousine, die sie als Vertraute begleitet, den Trank nicht gut genug versteckt hat. Isolde, die Tristan hasst, da er ihren Onkel getötet hat, trinkt zuerst aus der Flasche, dann Tristan. So wird Brangäne, die den schicksalshaften Irrtum aufdeckt, von Anfang an zur Mitwisserin und aus Schuld zur Bewahrerin des Geheimnisses. Denn schon bald zeigt sich die Wirkung des Tranks bei beiden. Es ist kurios, dass Gottfried anders etwa als Eilhard von Oberg und Berul, die in ihren Bearbeitungen die Wirkdauer des Tranks begrenzen, die Liebe zwischen Tristan und Isolde aber andauern lassen, die Wirkung des Tranks nicht beschränkt. Dadurch kommt es, so hat man interpretiert, zu einer quantitativen wie qualitativen Aufwertung der Bedeutung der magischen Zutat. Und es löst so manches ethische Problem oder relativiert es zumindest bezüglich der Schuldhaftigkeit der AkteurInnen, welche selbst für zeitgenössische Gemüter vielleicht eine Zumutung dargestellt haben mögen. Der Trank wird, so eine mögliche Deutung, selbst zum Symbol für die unverbrüchliche Einheit von Freude und Leid, wie sie bereits im Prolog als wesentliches Kennzeichen der Minne bestimmt worden war. Das Leid erstreckt sich in Gottfrieds Tristan-Roman aber nicht nur auf die Liebenden selbst. Um ihre heimliche Liebe zu verstecken, die auch vor sexuellem Vollzug bei jeder sich bietenden Gelegenheit nicht Halt macht, greifen Tristan und Isolde zu drastischen, ethisch äußerst fragwürdigen Mitteln. In der Brautnacht wird Marke, den im wahrsten Sinne liebesblinden und tauben Bräutigam, die noch jungfräuliche Brangäne anstelle von Isolde beigelegt. Ihn duchte Wieb, also Wieb. Marke merkt keinen Unterschied, als schließlich Brangäne mit Isolde den Platz tauscht. So erscheint Markes Liebe, die zwar einen hingebungsvollen und ehrlichen Eindruck erweckt, doch beliebig und defizitär, was wiederum der Aufwertung der Tristan-Liebe dient. Kurz darauf soll Brangäne sogar getötet werden, weil befürchtet wird, sie könne das Geheimnis verraten. Sie kann aber erneut ihre Treue versichern und wird von da an als personelle, aktiv handelnde Ermöglichungsbedingung von Isoldes und Markes illegitimen Liebesverhältnisses installiert. Nicht nur Tristan und Isolde fällt die Fähigkeit zur List der kunstvollen Täuschung zu, sondern auch Brangäne.
Alle drei operieren durch die Romanhandlung hinweg an den Zeichenlogiken, die jeweils auf die Wahrheit verweisen und gleichzeitig über sie hinwegtäuschen, je nachdem, ob Figuren in der Lage sind, die Mehrdeutigkeit der Zeichen richtig zu entschlüsseln. Jedoch werden die Täuschungsmanöver immer fehleranfälliger, sodass einzelne Figuren am Hof schließlich vage Kenntnis von der Wahrheit erhalten. Als typisch darf folgende Szene gelten. Eines Nachts, als Tristan mit seinem Vertrauten Mariodo, dem obersten Truchsess und damit gewissermaßen Markes Stellvertreter, ein Schlafgemach teilen soll, schleicht der von Sehnsucht Gequälte in Isoldes Kemenate, in ihr Schlafzimmer also. Da das Mondlicht allzu aufdringlich in das Zimmer scheint und das geheime Liebesspiel zu verraten droht, installiert Brangäne ein aufklappbares Schachbrett, welches von der verbotenen Szenerie sowohl das Mondlicht von der einen wie auch die brennenden Kerzen von der anderen Seite abschirmt und das Liebesgeheimnis bewahren soll. Die Verheimlichung gelingt jedoch nicht ganz. Zwar kann das Schachbrett ein typisches Symbol für zweisames Minderhandeln, zumal in höfisch idealisierter Form, die von entfernt sichtbare Illumination der Bettszene verhindern. Das verräterische Mondlicht allerdings macht Tristans Spuren in Gras und Schnee umso deutlicher sichtbar, sodass Mariodo, von einem verheißungsvollen Traum geweckt, dem Flüchtigen umso leichter folgen kann. Da Brangäne auch noch vergessen hatte, die Tür zu schließen, kann sich Mariodo für die Liebenden ebenfalls vom Schachbrett verdeckt bis nah an das Bett heranschleichen, um seinen Verdacht Gewissheit zu verschaffen. Wenn er auch nichts sieht, hört Mariodo doch alles, was die beiden miteinander tun. Als Augenzeuge kann er jedoch nicht gelten. Er hat ja nichts gesehen. Den eindeutigen Beweis kann er also nicht erbringen. Die Problematik liegt auch nicht eigentlich im Ehebruch als solchem, welche die Ehe zwischen Marke und Isolde degradierte, sondern in der öffentlichen Repräsentationslogik des Hofes. Solange eine illegitime Beziehung nicht öffentlich wird, kränkt sie zwar Markes Eitelkeit, seine Herrschaft und sein Status als oberster Repräsentant der Ordnung des Hofes und des Reiches, steht aber nur dann auf dem Spiel, wenn die Gerüchte sich öffentlich als wahr beweisen. Als diese Gerüchte aber immer lauter werden und es Markes Ansehen ebenso schaden würde, ihnen nicht nachzugehen, wird die Justiz tätig und ein Gottesurteil wird verhängt. Damit er dirre Missetat Rache und die Gerichte nähme und ihr auch zu Ende käme, entweder aber oder an. Wie zuvor ihm die eigene wie die andere Frau vorgekommen war, ist nur von Relevanz, dass die Gerüchte um den Fehltritt so oder so beendet würden. Auch hier kommt wieder eine List zum Einsatz, die Tristan erneut über seine Identität täuschen lässt. Er verkleidet sich am Gerichtstag als Pilger, dessen Äußeres zeichenhaft auf eine innere göttliche Reinheit und Wahrhaftigkeit verweist und daher jeden Zweifels erhaben ist. Isolde will sich an diesem Tag nur von diesem einen unbekannten Pilger ans Ufer tragen lassen. Tristan stürzt dabei absichtlich und kommt mit Isolde im Arm zu liegen. Diese öffentliche Schandtat nutzt Isolde schließlich, als sie sich den Eid für das Gottesurteil selbst spricht. Sie schwört, dass meines Liebes nir kein Mann der reine Künde nir gewann, noch mir zu keinen Zieten, weder zu Arme noch zu Sieten, ahne üch nir lebende Angelack wann der, für den ich nir ne mag gebierten Eid noch logen, den ihr mit üven Augen mir sachet an dem Arme der Wallere der Arme. Mit diesem gelüppeten Eid, so der Kommentar des Erzählers, wird offenbar sogar Gott getäuscht. Denn ein Gottesurteil ist ein bis ins 13. Jahrhundert praktiziertes rechtsgültiges Verfahren, in dem eine Angeklagte eine Probe bestehen muss, um durch Gottes Gnaden Schuld oder Unschuld eindeutig festzustellen. Auch im Nibelungenlied wird von einem Gottesurteil erzählt, der sogenannten Barprobe. Als Hagen von Tronje an den aufgebahrten Leichnam Siegfrieds tritt, beginnen die Wunden des Toten durch göttliches Einwirken zu bluten, was Hagen als Mörder identifiziert. Im Falle Isoldes wird die Probe des glühenden Eisens angewendet. Isolde muss es in den Händen haltend einige Schritte tragen. Realiter verbrannten sich die DelinquentInnen natürlich in jedem Fall, jedoch wurde Schuld oder Unschuld daran gemessen, ob sich die Wunde entzündete oder nicht. Im Mittelalter mit sehr eingeschränkter medizinischer Versorgung wohl bestenfalls eine 50-50-Chance. Isoldes Haut in der literarisch überhöhten Darstellung bleibt makellos. So wird ihre Unschuld in der öffentlichen Repräsentation ihrer Unversehrtheit einwandfrei festgestellt. Die
Jedenfalls im Hinblick auf die strukturelle Logik des Verfahrens, dass sich das im Eid Ausgesagte als wahr oder falsch erweisen müsse und auch im Hinblick auf die zu bewahrende höfische Ordnung, die im Falle einer Schuld unwiederbringlich zerstört werden würde. So bleibt die faktische Wahrheit im Dunkeln. Der Hof kann erst einmal ebenso unversehrt wie Isoldes Hände weiter existieren. Der Erzählerkommentar zu dieser Szene hat die Forschung zu schaffen gemacht. Da ward wohl geoffenbäret und all der Welt bewähret, dass der viltugendhafte Christ Wind schaffen, als er ein Ärmel ist. Pausieren Sie an dieser Stelle gern, um den Kommentar weiterzulesen. Verschiedene Deutungsansätze wurden über die anhaltend rege Forschungsgeschichte des Tristan-Romans Gottfried von Straßburg erwogen. Während sich die ältere Forschung des frühen 20. Jahrhunderts über die vermeintliche Blasphemie dieser Aussage entrüstete und Gottfried gar zum Heretiker erklärte, hat die jüngere Forschung den Erzählerkommentar in seinem fiktionalen Zusammenhang zu verorten versucht und seine Schwierigkeit mit der Widersprüchlichkeit der literarischen Welt, die Gottfried entwirft, und oder auch als Kritik an der Praxis der Gottesurteile interpretiert. Schließlich wurde sie beim 4. Laterankonzil 1215 als kirchliche Rechtspraxis endgültig verboten. Die Deutung, dass Gott selbst als Figur fiktionalisiert wurde und daher der höfischen Gesellschaft in ihrem Spannungsgefüge zwischen Öffentlichkeit und Heimlichkeit zur Verfügung stünde und den kunstreichen Betrug, den List, fördere, ist nicht weniger problematisch und nur schwer in die mittelalterliche Vorstellung von der totalen Durchdringung göttlicher Vorsehung zu integrieren. Jedoch vertrauen Tristan und Isolde auf Gottes Höfischheit. Und mit Erfolg. Isoldes Ansehen ist vollständig wiederhergestellt. Marke unterwirft sich gern dem Urteil, denn seine Ehre, Herrschaft und der Bestand von Hof und Reich hängen von Isoldes Unschuld ab. Oder zumindest von der öffentlichen Repräsentation ihrer Unschuld. Die Zerrissenheit von öffentlicher Repräsentation und heimlichen Tatsachen hält jedoch an. Ehemalige Freunde verdächtigen die beiden weiterhin und zu Recht. Ein Erzählerkommentar verbalisiert den Zwiespalt in Bezug auf das höchste Gut der Ehre. Hier sprechend alle wie dem Sie, da du Samblanze Geschicht, weder ist es Ehre oder nicht, ich sprich Nein und Ja. Nein und Ja sind beide da. Nein an jenem, der sie birgt, Ja an diesem, dem sie wird. Es würde die Komplexität der Erzählung nicht gerecht, wenn man nicht auch erwägen würde, diesen Kommentar des Erzählers nicht nur auf die Histoire zu beziehen und also auf die Feinde der Liebenden, sondern auch auf die Liebenden selbst. Die paradoxe Aussage, es sei Ehre, ahne Ehre, erfährt nämlich kurz darauf seine verwirrende Darstellung in der Minnegrotte, in die Tristan und Isolde fliehen, nachdem sie auch wieder nur anscheinend in Flagranti erwischt wurden. Die Minnegrotten-Episode in Gottfrieds Tristan-Roman gilt als die erste groß angelegte Allegorie in der fiktionalen volkssprachlichen Literatur des Mittelalters. Sie entwirft ein allegorisch ausgedeutetes Gebäude, in dem die Liebenden eine Zeit scheinbar unbeschwerter Minnezweisamkeit befreit von den Zwängen des Hofes erleben. Einst wurde sie von Zwergen in den Fels geschlagen. Sie kann nur betreten, so der Erzähler, wer aus Liebe zu ihr kommt, denn sie ist von innen verriegelt. Die Grotte gewährt den Liebenden also selbst Einlass. Jedem architektonischen Detail der Grotte, die man sicher nicht zu Unrecht mit der zeitgenössischen, hochgradig symbolisch aufgeladenen Kirchenarchitektur verglichen hat, ein herausragendes Beispiel der Baukunst dieser Zeit ist hier die gotische Kathedrale von Chartres, ist eine allegorische Bedeutung zugeordnet. Die runde, weite, hohe und steile ebene Innenfassade bedeutet die Einfachheit, unbegrenzte Kraft der Liebe, der hohe Murt der minnenden Seele und Lauterkeit. Der Boden aus grünem Marmor steht für die Beständigkeit und Festigkeit der Minne. Das kristallene Bett für ihre Reinheit und Durchsichtigkeit. Drei Fenster oben in der Kuppel versinnbildlichen Güte, Demut und vornehmes Betragen. Um die Grotte herum entfaltet sich die Natur in quasi paradiesischem Zustand. Es plätschert eine Quelle, die Vögel singen äußerst kunstvolle Lieder, die Lichtung wird von Lindenbäumen angenehm beschattet. Ein wahrer Locus Amoenus. Richtiger Nahrung bedürfen die beiden nicht. Sie ernähren sich von Liebesgeschichten, eine Reminiszenz an den Prolog und die ädlen Herzen und dem Spiel auf Musikinstrumenten, welches wohl auch symbolisch auf den Sexualakt auf dem Kristallbett verstehbar ist.
Die Idylle währt jedoch nicht lang. Eines Tages veranstaltet Marke in demselben Wald eine Jagd. Von dem Lärm alarmiert legen die Liebenden ein Schwert zwischen sich, während sie auf dem Kristallbett schlafen. Marke sieht die keusch nebeneinander bekleidet Ruhenden durch eines der Fenster, es wird nicht gesagt, durch welches, und glaubt erneut an die Unschuld der Liebenden. Sie dürfen an den Hof zurückkehren. Der mythisch und allegorisch zugleich entworfene Sehnsuchtsraum der Minne hat keinen Bestand. Er bleibt für die Liebenden auf Dauer unerreichbar, da ihre Höfischheit von öffentlicher Repräsentation und Anerkennung ihrer Ehre abhängt. Ehre, Ahne, Ehre. Es liegt nahe, wie beim Gottesurteil, auch hierin eine Kritik an dieser nur äußeren Schaufläche höfischer Idealität herauszulesen, denn schließlich inszeniert Gottfried absichtlich gegen die Tradition die Minnegrotte als Locus Amoenus und nicht als finstere, ärmliche, gefängnisgleiche Höhle oder Laubhütte der Entbehrung. Die Rückkehr im Status der Ehre hat aber ebenso keinen Bestand. Erneut werden die beiden ertappt, diesmal von Marke selbst. Tristan flieht von Markes Hof und versucht zunächst erfolglos sein Liebesleid mit Ablenkung zu bekämpfen. Auf diese Weise begegnet er einer weiteren Isolde, der Tochter des Herzogs von Arundel. Diese ist nun ebenso schön und begehrenswert, so dass Tristan aufgrund der Verwirrung und Zerrissenheit, die seine Sehnsucht nach der Abwesenden und das Begehren nach der anwesenden Isolde im wahrsten Sinne des Wortes den Verstand verliert. Die Täuschungen, die zuvor vor allem durch Optik und Klang und die Mehrdeutigkeit von Musik, Wörtern und Namen vor allem durch ihn beherrscht wurden, treffen nun Tristan selbst. Isolde Weißhand, wie die neue Frau genannt wird, deutet Tristans Sehnsuchtsklagen im sogenannten Tristan-Laich, einem Lied, das seine Liebe zu Isolde besingt, auf sich und Tristan kann sich der Versuchung schließlich nicht entziehen. Mitten in einer breit angelegten Selbstrechtfertigung Tristans bricht der Roman Gottfrieds ab. Aus der Tradition lässt sich das tragische Ende rekonstruieren. Tristan heiratet Isolde Weißhand, um gleichzeitig seiner unerfüllten Liebe zur anderen Isolde nachzugeben. Als Tristan beim Kampf mit einer vergifteten Waffe tödlich verletzt wird und nur die wahre Isolde ihm durch die magischen Fähigkeiten ihrer Mutter das Leben retten kann, verhindert Isolde Weißhand die Rettung, indem sie die kurz bevorstehende Ankunft der anderen Isolde nicht ausrichtet. Vor Gram und Verzweiflung stirbt Tristan, die irische Isolde, im Angesicht ihres toten Geliebten. Marke, schließlich im Tod der Liebenden von der Wahrhaftigkeit der Minne überzeugt, gestattet ein gemeinsames Begräbnis. So viel die Fortsetzungen. Man muss sich fragen, welche Art von Minne-Konzeption hinter dieser tragischen, ethisch wie moralisch oft fragwürdigen Ehebruchserzählung und in der Magie ihrer Entstehung nicht zweifelsfrei als wahrhaftig anzusehenden Minne-Beziehung steht, die auch nur irgend mit der idealisierten, ja transzendierten, größtenteils entkörperlichten Minne-Idealität der höfisch-literarischen Kultur zur Deckung kommt, wie sie vor allem im Minnesong, aber auch etwa in der Artus-Epik verarbeitet wird. Die Erzählerkommentare, die sich durch den ganzen Roman ziehen, nehmen dazu zwar Stellung, lassen aber keine einsträngige Deutung zu. Im Gegenteil, wie am Kommentar zum Gottesurteil und der Ehre, Ahne, Ehre bereits gezeigt wurde. Ein Exkurs, ein längerer, kommentierender Erzählereinschub, widmet sich explizit der Minne und ihrem Wesen. Dieser findet sich bezeichnenderweise direkt nach der Minnetrank-Episode. Dass dieser Stelle besondere Bedeutung zukommt, wird klanglich markiert. Sie beginnt mit zwei Strophen, mit jeweils vier gleichreimenden Versen wie der Anfang des Prologs. Nach einem Lob auf die Tristan-Liebe, deren Nachsinnen der Erzähler sein Leben gewidmet habe, beklagt er die falsche Minne, die mit fälschlichen Sachen betrieben werde. Wir buben die Minne mit gegelletem Sinne, mit Falsche und mit Arkust und suchen dann an ihr die Lust des Liebes und des Herzen. Für den höfischen Minnediskurs allgemein zentrale Begriffe wie Hurte, Ehre und Trüwe schillern in mehrschichtiger, teils widersprüchlicher Ambivalenz, ohne sich wirklich auf eine einheitliche Vorstellung festlegen zu lassen. Vor allem die Trüwe, die sich unterschiedlichen Verhältnissen zwischen den Figuren der erzählten Welt ausfaltet, ist unmöglich auf einen Nenner zu bringen. So steht etwa das trübe Verhältnis zwischen Marke als König und Tristan als sein Vasall der Verwirklichung der Minne und der Trüwe zu Isolde entgegen.
Und auch die Trüwe zwischen Tristan und der irischen Isolde bekommt mit dem Auftauchen von Isolde Weißhand eine neue Facette. Hier, wie an so zahlreichen Stellen, zeigt sich Gottfrieds von Straßburg Bearbeitung des Tristan-Stoffels als nur schwer, als Einheit greifbar, als ein schillerndes, ambivalentes Werk hochmittelalterlicher Erzählkunst, von der man ganz zu Unrecht Eindimensionalität und Eindeutigkeit erwartet, wenn man den hohen Kunstanspruch des Dichters und Erzählens, den Gottfried an sich und andere stellt, ernst nehmen möchte. Ein Autor, der das getan hat und der poetischen Qualität Gottfrieds nicht nachsteht, ist Konrad von Würzburg. Konrad war einer der produktivsten Autoren des 13. Jahrhunderts. Er hat so ziemlich jedes Genre bedient, welches beim Publikum der Zeit en vogue war und von AuftraggeberInnen nachgefragt wurde. Minnesang, Sangspruchdichtung, geistlicher Laich, Antikenroman, Legende, Ritter- und Minneroman sowie kurze Verserzählungen mit Novellencharakter. Eine dieser Verserzählungen, das sogenannte Herzmeere, aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, das eine ebenso tragische Liebesbeziehung schildert, nennt Gottfried ganz explizit als poetisches Vorbild und lehnt sich scheinbar direkt an den Minne-Exkurs im Tristan-Roman an. Ich prüfe in mine Sinne, das lutherliche Minne der Werte ist worden wilde. Darum so sollen Bilde Ritter und de Frauen an diesem Meere schoven, wann es von ganzer Liebe seid. Des bringet uns Gewissheit von Straßburg Meister Gottfried. Bei Konrads Erzählung handelt es sich um eine höfisch abgemilderte Bearbeitung eines aus dem Lateinischen bekannten Stoffes vom gegessenen Herzen. Ich gebe eine kurze Inhaltszusammenfassung. Der insgesamt 588 Verse. Eine verheiratete Dame liebt heimlich einen Ritter so innig, dass sie Häten, Leben und der Mord ineinander so verweben, dass beide ihr Mord und ihr Leben ein Ding was worden also gar. Dass das nicht gut ausgehen wird, verrät schon die folgende Prolepse. Was der Frauen arges war, das war auch dem Ritter. Davon zu junges bitter ward ihr Ende leider. Der Ehemann, zunächst durchaus ein Werdemann und guter Herre, entdeckt den, wenn auch anders als im Tristan-Roman, nicht körperlich vollzogenen Betrug, vertraut naiv darauf, dass die beiden voneinander entwöhnt zu sein und plant mit seiner Frau das Heilige Land zu besuchen. Auf die Bitte der Dame hin, ihr geliebter Ritter möge die Reise verhindern, reist dieser allein übers Meer und stirbt dort vor Sehnsucht. Sein Knappe bringt auf des Ritters letzten Befehl hin in einem kostbar gefertigten Schrein sein einbalsamiertes Herz und einen Ring, den die Dame als Unterpfand ihm zum Abschied gegeben hatte, zurück in die Heimat. Der Ehemann stiehlt das einzig für die Dame gedachte Geschenk, durch das sie möge schauen, was ich von ihr habe erlitten und wie mein Herze sie vernitten nach ihr süßen Minne, lässt es zu einer schmackhaften Mahlzeit bereiten und setzt es der Dame zum alleinigen Genuss vor. Der Frau mundet es ganz hervorragend. Erst auf Nachfrage, ob das Herz von einem wilden oder zahmen Tier stamme, entdeckt der Ehemann ihr die Grausamkeit. Mit der Versicherung, von nun an jegliche Speise zu verweigern, stirbt die Dame den Liebestod. Bis in das Wort- und Metaphernmaterial hinein lassen sich Gemeinsamkeiten mit Gottfrieds Tristan-Roman ausmachen. Darüber hinaus lässt der Text aber auch eine etwas anders akzentuierte Minne-Konzeption erkennen, die aber ebenso wenig einheitlich greifbar ist. Sie wird gewissermaßen von zwei gegenläufigen Bewegungen in den zwei Handlungsteilen bestimmt. Teil 1 der Handlung beschließt mit einem Herzenstausch. Und schwungen sich do harter zu Herzen an der Stunde, dann ich mit dem Munde übescheiden könne. Die Metapher von Tausch der Herzen von Liebenden ist in der höfischen Literatur weit verbreitet. Sie findet sich etwa in Hartmanns von Auer Erreck-Roman oder im Minnesang Walters von der Vogelweide. Teil 2 beschließt die Handlung mit dem Essen des Ritterherzen. Was im ersten Teil ganz traditionell metaphorisch beginnt, wird mit dem Herzessen plötzlich ganz konkret. Die Motive wechseln voneinander ab, ohne dass sie noch logisch aufeinander beziehbar wären, da sie ihre Bedeutung nicht auf der gleichen Zeichenebene entwickeln. Zugespitzt formuliert, nicht das Herz als Organ, sondern das Herz als Zeichen bewirkt den Liebestod der Herren. Während Herze im ersten Teil recht konventionell gebraucht wird, es steht für die Minne, den Murt der Figuren oder auch als Synonym für die Figur überhaupt,
beginnt ein Oszillieren der Herzsprache mit dem Herztausch, dann über einen schleichenden Übergang vom bloß psychischen zum physischen Leid des Ritters, hin zum lecker, aber signifikant nicht nach dem geliebten oder doch wenigstens nach der Minne schmeckenden Herzen, zur fast gezwungen wirkenden erneuten metaphorischen Wiederaufladung, die der Ehemann für seine im wahrsten Sinne des Wortes begriffsstutzige Gattin vornimmt und schließlich zum erst daraus resultierenden tödlichen Zerspringen des Herzens der Dame. Die damit ausgelöste Verstrickung von Symbol und Organ und das Hin und Her des sprachlichen Zeichensystems auf den Referenzebenen von übertragenem Herztausch und konkretem Herzmal rückt radikal die ästhetische Gemachtheit des Erzählten in den Fokus. Wie Gottfried von Staßburg, Tristan Roman nicht nur von der unglücklichen Liebe erzählt, sondern auch von der betörenden, verwirrenden, vielschichtigen Klang- und Erzählkunst, auf die sich das Publikum, die edlen Herzen, genauso einlassen müssen wie die Figuren der erzählten Welt, setzt Konrad seine RezipientInnen an einem immensen Irritationspotenzial aus. Und wie bei Gottfried verweigert sich der Text einer eindeutigen Interpretation und erläuft daher gezielt die im Prolog evozierten Erkenntniserwartungen. Schließlich sollen Bilde, Ritter und Frauen an diese Meere schauen, wann es von ganzer Liebe seid. Das bringet uns Gewissheit von Straßburg Meister Gottfried und nicht von Würzeburg ich Kurnrat, der sich so nämlich erst im Prolog, also im Epilog, also am Ende des Textes nennt, müsste schon stutzig machen, speziell in Anbetracht des typisch Konradschen Kunstprinzip, das eben nicht bloß auf wiederholender Variation, wie die ältere Forschung ihn gern vorgehalten hat, sondern auf demontierender Verfremdung basiert, also aus der etwas ganz Neues, Eigenes, ebenso Meisterhaftes entsteht. Denn wie Konrad von Würzburg Gottfried von Straßburg einen Meister nennt, heißt auch Konrad schließlich bei seinen Bewunderern und Nachfolgern genauso. Ein Meister.